Anderle, Bastelzeit. Ja, die Bauteile vom letzten Fernseher liegen hier noch rum. Den habe ich noch nicht ganz zusammengebaut und schon ist der nächste hier. Das hier, das ist ein Philips, wie man unschwer erkennen kann. Und die Fehlerbeschreibung hier zu dem Ding ist, naja, er würde angehen, komplett funktionieren und nach ein paar Sekunden geht er dann aber quasi aus. Allerdings nur das Bild, das heißt, der Ton läuft angeblich weiter. Na gut, schauen wir mal, ob wir das hier nachstellen können und dann am Ende, ob wir da irgendwie das Problem eventuell beheben können. Mit etwas Glück ist es das Übliche, dass einfach ein Kondensator durch ist oder irgendwas in die Richtung. Und gucken wir erstmal auf die Rückseite, ob wir hier irgendwelche Infos haben. Das ist das Modell 40PFL3078K-12, steht irgendwo 2013 manufactured. Okay. Hätte nicht gedacht, dass er schon so alt ist, aber na gut. Sagen wir mal so, heutzutage Fernseher sind ja quasi relativ günstige Produkte, was mir hier schon auffällt. Der ist irgendwas mal reingelaufen. Könnte aber auch eventuell einfach nur Staub sein, der seltsam aussieht. Naja. Gut. Gehen wir mal Saft drauf, gucken, was passiert. Das ist die Frage, hat er überhaupt irgendeine Lampe oder sowas? Naja, rot, okay. Drücken wir ihn mal an. Zack. Wenn das an ist, das sieht gut aus. Bild kommt, Bild sieht okay aus, kein Flackern. Okay. Können wir hier irgendwas Sinnvolles machen? Okay. Das wäre Fernsehen. Und jetzt ist er aus. Ja, Tatsache. Tatsache. Er ist jetzt vom Bild her aus, allerdings keine Powerlampe. Wenn ich jetzt den Standby drücke, geht er in Standby oder? Nee, auch nicht. Na gut, aber ich würde spontan mal schätzen, dass dann die Beschreibung stimmt. Und wenn wirklich der Ton weiter lief, ich bin jetzt zu faul, die Antennenkabel zu suchen, dann könnte das wirklich irgendwie sowas sein, dass er in Safe Mode geht und deswegen nicht mehr reagiert. Naja, so oder so. 2013 brauchen wir, glaube ich, nicht nach Garantie zu gucken. Also suchen wir uns mal ein bisschen was, um drunter zu legen, einen Schraubenzieher. Und dann machen wir das, was wir jedes Mal machen. Auseinandernehmen. Yay! Ja, nennt mich vorurteilsbehaftet, aber es ist wahrscheinlich auch gut, dass ich das bin, denn wenn wir hier gucken, ich denke, man kann es schon erahnen. Die Kondensatoren hier haben die besten Zeiten hinter sich. Wir gucken, ich denke, man kann es bei dem rechten kann man es ganz gut sehen. Der ist auf jeden Fall nach oben gewölbt. Zum Vergleich hier mal einer, der flach ist. Also, ja, kaputte Kondensatoren am Sekundärkreislauf. Wer hätte das erwartet? Es ist quasi derselbe Fehler, den ich so ziemlich jedes Mal finde, wenn ich einen Fernseher vor der Nase bekomme, der irgendwie nicht sauber funktioniert. Fast immer sind es irgendwelche Kondensatoren hier am Ausgang, die dann das Zeitliche gesegnet haben. Was haben wir hier? Können wir da irgendwas sehen? 105 Grad, so viel kann ich lesen. 25 Volt, 74 μ. Boah. Hersteller sehe ich jetzt so keinen. Und weswegen ich gerade so gestockt hatte, das hier ist ja ein Philips-Fernseher, wie wir hier eventuell erkennen können. Das Ding nutzt aber intern Samsung. Ja. Okay, gut. Klar, die Panels werden wahrscheinlich meistens von den großen Herstellern produziert. Samsung sieht man relativ selten. Meistens, wenn ich Sachen auseinandernehme, ist es eher LG. Aber hey, so oder so, wir wissen ja, wo es hängt. Da hinten müssen ein paar neue Kondensatoren rein. Also bauen wir das Board hier mal aus und ja, weiter geht's. Und an dieser Stelle die übliche Warnung. Das hier ist ein Netzteil. Ein Netzteil ist mit dem Stromnetz verbunden. Das heißt, im Zweifelsfall ist hier Netzspannung drauf und Netzspannung kann in einigen Situationen lebensgefährlich sein. Möchtet ihr nicht haben.
Und nein, nur weil er den Stecker zieht, heißt das noch nicht, dass die Netzspannung weg ist. Denn hier auf solchen Netzteilen sind Kondensatoren drauf. Kondensatoren können Energie speichern, unter anderem halt auch höhere Spannungen. Auf Netzteilen, die in meinen Augen vernünftig designt sind, ist das normalerweise kein Problem, weil üblicherweise nimmt man, wenn man so einen Kondensator hat, einen Widerstand, legt den da drüber, sodass, wenn man den Strom auszieht, den Stecker trennt vom Stromnetz, sich das Ding automatisch entlädt und innerhalb von wenigen Sekunden meistens auf einem sicheren Wert ist, sodass da nichts mehr passieren kann. Aber auf sowas sollte man sich halt nicht verlassen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, naja, auch wenn ich davon ausgehe, dass das hier ein vernünftiges Gerät ist und keine Probleme verursachen sollte, ich nehme mir einen Schraubenzieher und halte ihn einmal über die Kondensatoren drüber, nur um sicher zu gehen. Und was sagt mein Schraubenzieher dazu? Ja. Hier gibt's offensichtlich nicht so einen Bleeder-Resistor oder Entladewiderstand, nennt man ihn auch. Heißt, auf diesem Elko war im Zweifelsfall die gleichgerichtete Netzspannung, also fast 350 Volt. Ihr habt gehört, wie es geknallt hat. Ich denke, ihr könnt euch jetzt ausmalen, wie weh das tut, wenn man da mit den Fingern dran gekommen wäre. Keine angenehme Sache. Deswegen, wenn ihr an sowas arbeitet, ihr solltet grob wissen, was er tut. Ihr solltet Respekt vor der Schaltung haben. Ihr solltet eventuell nicht das machen, was ich gemacht habe mit dem Schraubenzieher, sondern vielleicht vorher mit einem Messgerät nachgucken. Aber in jedem Fall nicht alles anfassen, wenn ihr nicht vorher sehr, sehr sicher seid, dass da nichts mehr drauf ist. Und wenn wir das Netzteil aus dem Gehäuse haben, können wir es auch nochmal genauer sehen hier unter dem Mikroskop. Wir haben hier neben dem Smiley Face ein Elko, der noch komplett intakt ist. Auf der Oberseite sehen wir hier diese Einbuchtungen, das sind die Sollbruchstellen, wo das Ding aufplatzt, wenn Überdruck existiert, weil da drin irgendwas kocht. Und wenn wir zu den anderen Elkos rübergehen, da können wir es schon sehr gut sehen. Wir sehen oben, ist das Ganze aufgeplatzt, es tritt Elektrolyt aus, diese gelbliche Flüssigkeit da oder inzwischen getrocknete Flüssigkeit, also schon wieder hart. Und auch wenn wir uns das Ganze mal nehmen und von der Seite gucken, da kann man relativ gut erkennen, die sind auch nach oben rausgebogen. Das heißt also, durch den Druck, der sich innen drin aufgebaut hat, weil dieses Elektrolyt irgendwie zu warm geworden ist, ist das Ganze dann entsprechend unter Druck geraten, hat sich nach oben rausgedrückt und die Sollbruchstelle hat das gemacht, was sie sollte. Sie ist aufgegangen, hat den Druck rausgelassen, sodass das halbwegs kontrolliert passiert und nicht da irgendwas im Fernseher explodiert. So, dann schauen wir mal, was wir da draus machen können. Wir brauchen auf jeden Fall die dreimal neu. Ich habe mal geguckt, ich habe noch einige Netzteile. Das hier wäre eventuell eine Möglichkeit. Hier ist auf jeden Fall einer, der ist aber nur 16 Volt. Den können wir für den hier nutzen. Das dürfte auch so Pi mal Daumen die gleiche Höhe sein, oder? Gucken wir mal gerade. Ja, das ist die gleiche Höhe. Das ist gut. Die hier sind schon schwieriger, weil da habe ich nur Dinge, die höher sind. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Eventuell, dass ich sie irgendwie daneben lege. Hier ist ja mehr als genügend Platz, also das sollte passen. Von der Dicke her können wir den locker hier hinlegen. Das ist halt das Problem. Man sieht es ja allgemein hier auf dem Board. Das ist alles extrem flach gehalten. Einfach weil, ich weiß nicht wieso, der Fernseher muss ja dünn sein wie sonst was. Für manche Spezialanwendungen mag das Sinn machen, aber für so einen Feld-, Wald- und Wiesenfernseher, ich weiß ja nicht, was das soll. Sind wir realistisch, das Ding steht wahrscheinlich auf dem Schrank und darunter steht ein Blu-ray-Player oder eine Soundanlage. Da ist die Tiefe nicht so das Problem. Na gut, ja, wir haben ja schon gesehen, hier haben wir auf jeden Fall alles flache Komponenten. Wir haben hier die großen Elkos, die hingelegt wurden, ohne Bleeder-Resistor. Wir haben die extra flachen Trafos hier an den drei Stellen, die hier entsprechend dann sind. Und auch sonst hier diese Dinger, die so auf x Grad Winkel hängen, um das irgendwie hochzustellen. Okay. Gut, den hier können wir auf jeden Fall ersetzen. Die hier, wie gesagt, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich die von hier dem Board auch holen, einfach weil das zumindest mal, es sind zwar dieselben, also derselbe Hersteller, aber ich schätze, die sind qualitativ besser als das, was ich sonst so habe. Ich meine, ich habe hier meine große Kiste mit der Aufschrift Caps. Also Kondensatoren habe ich mehr als genug, aber das ist dann halt feinstes Massenware Chinesium. Und ja, ich weiß nicht, ob man das hier reinbauen möchte. Ich meine, es sind wahrscheinlich, oder? 35 Volt, 470, es sind sogar 105 Grad. Yay. Von Haliyang. Ja. Ich glaube, ich löte mir die aus dem anderen Board aus.
ist wahrscheinlich zuverlässiger auf Dauer. Erstmal müssen aber die hier raus, also gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. 1, 2, 3, drehen wir mal. Das ist der untere und da sind die beiden oberen. Okay, gut. Alles da, außer Strom für meinen Lötkolben. Den sollten wir noch anschalten. So, wo wollten wir? Wir wollten den hier raus haben. Okay, wo wir doch immer so gelötet haben, es braucht sehr hohe Temperaturen. Die legen hier nochmal einen drauf und... Ah, nee, oder? Jetzt haben die Beinchen nach außen gebogen. Das ist nicht gut, dann fällt es nicht raus. So. Theoretisch müsste der jetzt rausgehen können. Wir haben zwar jetzt einen schönen Kratzer uns eingefangen, aber nee, das ist nur Optik. Das passt schon. Beim nächsten Mal halt ein bisschen mehr aufpassen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mir den von hinten mit einer Zange packe, denn das wird mir sonst ein bisschen zu warm. Von vorne nochmal erhitzen. Mit etwas Glück kommt er dann raus. Oh, Junge, womit haben die denn festgemacht? Wow, okay. Da haben wir doch. Yay, Nummer 1. So, fehlt noch unser Sponsoring-Board hier. Was haben wir gesagt? Wir wollen den hier, weil das ist exakt der richtige. Muss natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Den möchte ich möglichst nicht kaputt machen. Ich glaube, wir fangen mal damit an und machen auf der anderen Seite erstmal den Kleber weg, wenn wir das hinkriegen. Okay, der müsste frei sein. Gucken wir mal. Wie groß sind denn die Beinchen hier bei denen? Kriegen wir da mit der Lötnadel weiter? Mal gucken. Das wäre eventuell noch eine Möglichkeit, das halbwegs schadfrei zu entlöten. Die ist auf jeden Fall zu dünn. Mal einen größer. Ja, da kriege ich nicht. Ich habe die Befürchtung, das gibt keinen. Groß genug gehe, dass das Beinchen reinpasst, werde ich wahrscheinlich nicht mehr durch die Bohrung kommen. Aber nee, versuchen wir es mal. Ein Versuch ist es wert. Wo waren wir? Hier hinten. Gucken wir mal, ob wir das eingefädelt bekommen. Okay. Das würde voraussetzen, dass ich überhaupt erst mal sehe, wo das Beinchen ist. Da. Ja, das habe ich befürchtet. Komme ich nicht durch die Lötstelle. Das ist okay zum Geradebiegen, aber nicht zum Entlöten. Okay, dann muss es die klassische Methode regeln. Diesmal extra mit den Fingern, weil dann weiß ich, wenn es zu warm wird. Kann es abkühlen lassen. What the heck war das denn bitte? Da war definitiv kein Saft drauf. Das muss irgendwie ein bisschen Flussmittel gewesen sein, was sich da was dann so ein bisschen verpufft ist. Und deswegen immer beim Löten Schutzbrille tragen. Das kann sonst wortwörtlich ins Auge gehen. So. Ein bisschen aufräumen hier. Die Pins gerade machen. Dann sollten wir den hier schon mal haben. 16 Volt, 470 μ. Das war der untere. Das ist das falsche Board. Das Board hier suchen wir. Und wie wir eben gelernt haben, bei dem Board aufpassen, wo man hindatscht. Zack. Sieht doch aus wie dafür gemacht. Haben wir zumindest schon mal einen Kondensator wieder drin. Welcher ist das? Das ist der. Okay. Löt. Wo ist mein Lot? Lot 05 bleifrei. Das nehmen wir doch. Schöne, gute Ladung Frisches da dran. Dass wir auch frisches Flussmittel mit dabei haben. So, was machen wir mit den anderen? Das waren 470 bei 35 Volt oder was waren es hier? 25? Okay, 25.
Schauen wir mal, haben wir hier auch 25er oder sind das 35er? Das hier sind 25,470, das wäre genau die Größe. Allerdings sind die halt höher, das ist mein Problem. Aber das sind die hier alle. Das hier sind auch 25er, 470. Das sind alles die gleichen Kondensatoren. Dann nehmen wir doch die hier hinten, die stehen so schön frei. Da muss ich nicht so viel suchen gehen, wo ich hingehe. Das müsste hier der sein und der sein. Bisschen warten, bis das Lötzchen so weiter drauf ist. Gerade biegen. Okay. Einmal auslöten, bitte. Da haben wir ihn schon. Das wäre Nummer 1. Einen davon brauchen wir jetzt noch. Da haben wir den zweiten. Gut. Zweimal hoffentlich gute Kondensatoren. Ich meine, wir hätten sie jetzt noch testen können, aber habe ich ein Testgerät hier? Dann hauen wir das mal gerade hier gegen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Problem da ist. Schauen wir mal, ob das hier noch klappt. Erstmal Strom da drauf. Erstmal entladen, nochmal zur Sicherheit. Ich meine, das Ding steht mehr als genug in der Ecke. An, Batterie. Ja, und das sieht schon mal ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber er hat einen Cap erkannt mit 2 Ohm ESR, 462 Mikrofarad, 470 sollten es sein. Der ist also okay. Nehmen wir gerade noch den anderen zur Sicherheit. Und auch hier, okay, der ESR ist hier deutlich geringer. 0,2 Ohm. Testen wir den anderen nochmal. Ich meine, sie müssten eigentlich derselbe Typ sein. Und ich glaube, Low ESR wäre hier auf jeden Fall besser geeignet. Okay, 0,00 Ohm. Also, er war wahrscheinlich einfach nur, dass ich nicht richtig festgehalten habe. Also, die beiden Kondensatoren, sie sind wahrscheinlich in Ordnung. Das sieht alles soweit gut aus. Also können wir die hier einfach uns stibitzen und hier wieder recyceln. Jetzt ist natürlich die Frage, kriege ich das rein oder mache ich es besser direkt so, dass ich sie hinlege? Ha. Ich glaube, hinlegen ist da deutlich besser geeignet. Dann müssen wir uns behelfen und müssen erstmal was einlöten. Praktischerweise habe ich hier von so abgeschnittenen Widerständen und so immer noch die Beinchen da. Die kann man hier dann sehr gut recyceln und hier einlöten. Ich gucke mal gerade, habe ich ein paar dickere. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller für Kondensatoren. Das sieht gut aus. Ich meine, wir werden ein bisschen Induktivität hinbekommen, dadurch, dass wir das jetzt hier einlöten. Die wird also ein bisschen schlechter sein, aber lieber ein bisschen Induktivität durch so eine Verlängerung als keine Kapazität durch einen kaputten Kondensator. Von daher, wir werden uns jetzt gegenüber dem Jetzt-Zustand mit Sicherheit nicht verschlechtern, vielleicht gegenüber dem Werkszustand, aber das müsste überschaubar sein. Da können wir jetzt unseren Kondensator dran basteln. Ich denke, das müsste so alles passen und dürfte uns nicht mehr um die Ohren fliegen. Und vor allen Dingen sollte, wenn das der Fehler war, der wirklich dieses Abschalten ausgelöst hat, alles jetzt wieder funktionieren. Okay. Wie kriegen wir das am sinnvollsten fest? Irgendetwas, was klebend aussieht, bevor ich jetzt irgendeine Packung Silikon oder so aufmache. Ein bisschen Tape drüber. Das müsste eigentlich ausreichen. Das ist zwar wahrscheinlich nicht gut für die Wärmeabfuhr, aber nee. Nee, 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 nee. Das geht so nicht. Okay, das ist zwar definitiv nicht das richtige Zeug dafür, aber es ist halt gerade da. Also mal ein bisschen Kleber hier vorne dran. So, den kleben wir hier an der Spule fest. Ich hoffe nur, dass die Spule nicht zu so heiß wird und dann machen wir das hier an der Seite auch.
Spule, Kleber, zack. So, das ist, glaube ich, UV-Kleber. Das heißt, ich sollte mir noch eine UV-Lampe organisieren, das aushärten und dann mit etwas Glück klappt das gleich wieder. UV, UV. So, lassen wir trocknen und wir sehen uns dann gleich am Fernseher wieder. Ja, ich würde sagen, das können wir definitiv als funktioniert deklarieren. Also, Fernseher zeigt wieder Bild. Ich habe den jetzt auch hier mal so eine Stunde, ein, zwei benutzt. Das hat ganz gut funktioniert, ist nicht mehr ausgegangen. Ansonsten, ich würde sagen, der funktioniert offensichtlich wieder. Die paar Kondensatoren haben also geholfen. Also, wieder mal das Übliche. Kondensatoren trocknen aus und dann ist halt da relativ schnell Schluss. Die Ersatzteile, ein paar Cent werden die gekostet haben, mehr ist das nicht. Also das meiste, was da dran Kosten verursacht, ist halt die eigene Zeit, die man braucht, um das Gerät zu zerlegen und dann neue Dinge da reinzuschmeißen. Aber ja, wie ihr seht, so kann man einen Fernseher relativ flott wieder zum Leben erwecken. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch so und tut dann auch längere Zeit wieder. So war das eigentlich nicht geplant. Ja, kurzer Einwurf aus der Zukunft, hat leider nicht lange gehalten, ein paar Tage nachdem ich die Reparatur gemacht habe, wieder selbes Fehlerbild. Also offensichtlich waren diese zwei Elkos oder drei Elkos nicht der einzige Fehler, muss noch irgendwas anderes sein. Ich habe zur Sicherheit noch die liegenden Elkos mal ein bisschen versucht zu verstärken, hat auch nichts gebracht. Also, ne, ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr Fehlersuche nötig. Eventuell, dass wirklich irgendwas mit dem Treiber ist. Eventuell kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung einen weg hat. Naja, muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Aber fürs Erste müssen wir im Nachhinein festhalten, tut doch nicht, was es soll.